Jung, dynamisch, erfahren. Mit Stefan Ebner kommt Schwung in die Landkreiswahl Regen. Der CSU-Kreisverband Regen hat sich am Montagabend einstimmig für den 37-jährigen gebürtigen Fichtacher entschieden. Auf Ebner entfielen 135 Stimmen und damit 100% der delegierten Stimmen. Ein deutliches Zeichen. Der Fichtacher genießt bei seinen Parteikollegen vollstes Vertrauen. Ja, es ist natürlich ein tolles Gefühl, diese starke Partei, die CSU, hinter sich zu wissen. Ich habe ein tolles Ergebnis gekriegt. Ich bin da sehr dankbar dafür, dass meine Partei mich so trägt. Und das ist ein tolles Gefühl. Und jetzt können wir richtig losstarten in diesen Wahlkampf. Ich freue mich narrisch drauf. Schon vor ein paar Wochen ist Stefan Ebner von seiner Partei zum Kandidaten gekürt worden. Die offizielle Nominierung stand aber bis dato aus. Im Eiskeller der Dampfbierbrauerei Zwiesel stimmte Landwirtschaftsminister Helmut Brunner dann ein Loblied auf den Kandidaten an. Das sehen die CSU-Parteikollegen offenbar genauso, denn unisono lobten sie seine Ideenvielfalt, Führungskraft und politische Erfahrung. Also der Stefan Ebner, der hat auch einen sehr enormen Willen, auch Landrat zu werden. Alleine das hat ja schon gezeigt, dass er komplett aus dem Berufsleben ausgestiegen ist, um sich total intensiv für den Wahlkampf, um als Landrat bei den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Regen zu bewerben. Er hat viele Ideen und bringt seinen jugendlichen Elan auch gerne mit ein. Und das ist, denke ich, unglaublich wichtig. Für Ebner beginnt jetzt mit der Nominierung die heiße Phase des Wahlkampfs. Mit verschiedenen Aktionen, ganz nach dem Motto Ebner packt an, will er die nächsten Wochen und Monate durch den Landkreis Regen touren. Auf diese Art und Weise will der promovierte Volkswirt Land und Leute besser kennenlernen und sehen, was die Menschen im Landkreis bewegt. Ich möchte, dass kein Mensch in diesem Landkreis seine Heimat verlassen muss, weil er sich in einer bestimmten Lebensphase befindet. Deswegen möchte ich, dass wir im Landkreis hier, dass jeder gut leben kann, gut lernen kann, gut arbeiten kann und glücklich alt werden kann. Für die Wahl am 24. September im Landkreis Regen rechnen sich die Christsozialen gute Chancen aus. Und das, obwohl sie sich der starken Konkurrenz bewusst sind. Mit der Rita Röhrl ist natürlich auch eine Kandidatin am Start, die man nicht unterschätzen darf, die seit Jahren in der Politik zu Hause ist, die ganzen Leute kennen. Da hat eben der Stefan Ebner noch ein kleines Defizit, weil er eben nicht so bekannt ist im Landkreis Regen, wie jetzt zum Beispiel eine Rita Röhrl. Aber da arbeiten wir mit aller Kraft daran, um da natürlich das zu ändern. Mit seiner motivierenden Art und seinem Engagement dürfte das für den Fichtacher jedoch kein Problem sein. Ich bin bereit, seid ihr es auch? Mit dieser rhetorischen Frage schloss Ebner seine Ansprache bei der Nominierungsveranstaltung.